Hallo, mein Name ist Mike Hager und in diesem Video möchte ich dir die Möglichkeit geben, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin geboren in Passau, das ist eine Kleinstadt, eigentlich sogar eine etwas größere Stadt, damals 50.000 Einwohner im Süden Deutschlands, Südosten um genau zu sein, und bin da aber nicht aufgewachsen, sondern bin so richtig schön am Dorf aufgewachsen, also so ein richtiger Dorfjunge oder ein Dorfkind. Na, ich bin damals dann, ich spule ein bisschen nach vorne, in meinem Teenageralter habe ich schon so ein bisschen zugenommen und habe aber dann, als das Abitur kam, ich war da total nervös. Also ich konnte schon Monate vorher nicht mehr gut schlafen. Ich hatte einfach total Schiss vor diesem blöden Abitur. Ich habe mir selber wahnsinnig viel Stress gemacht und wahnsinnig viel Angst gehabt, bin nächtelang wachgelegen und ich habe damals, es war anscheinend so eine Strategie bei mir, gegen diese Selbstzweifel und gegen diese Nervosität anzugehen, indem ich angefangen habe zu essen. Und ich habe angefangen, das alles mit Essen zu kompensieren und habe in der Abiturzeit, ich glaube innerhalb weniger Wochen, schon 20 Kilo zugenommen. Und ich habe dann nach dem Abitur wollte ich Zivildienst machen und war bei der Musterung und ich wusste für mich war dieser Schmerz, dieses Lernen müssen, diese Nervosität, diese Angst vor der Prüfung zu haben. Ich war schweißnass am Tag der Prüfungen. Ich wusste genau, ich will jetzt nicht aus der Schule raus und in eine Ausbildung rein oder direkt in ein Studium rein oder sonst irgendwas. Ich möchte nicht zur Bundeswehr, weil ich noch nie was damit anfangen konnte, dass mir jemand Befehle erteilt, und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Ich wusste, ich möchte auch in der Zeit was Sinnvolles machen, ich möchte Zivildienst machen, ich möchte verweigern. Naja, und ich habe in dieser Abiturzeit so viel gegessen, ich hatte damals schon 120 Kilo, wahrscheinlich sogar 125 Kilo, irgendwann, weiß ich noch genau, hatte ich 126 Kilo und da habe ich aufgehört, mich zu wiegen, und habe dann noch echt ziemlich viel zugenommen und war irgendwann wahrscheinlich ziemlich sicher sogar weit über 130 Kilo. Aber als es zur Musterung ging, für die Jüngeren unter euch, die Musterung ist das, wo du angesehen wirst und wie du eingestuft wirst in deiner Wehrtauglichkeit, da war ich schon so übergewichtig, dass der Arzt mich ausmustern wollte. Und für mich war das der größte Horror, jetzt direkt im Anschluss an diese Abiturzeit, da dann sofort wieder irgendwo hinzugehen. Und ich wollte auch in der Zeit irgendwas was Sinnvolles tun, Zivildienst leisten und verweigern sozusagen den Dienst an der Waffe. Und habe dann total irre im Endeffekt, weil das wäre ein geschenktes Jahr gewesen, obwohl es ein Jahr war, das ich echt gern gemacht habe. Ich habe dafür gekämpft, durch diese Musterung durchzukommen und habe auf diese Ärzte eingeredet, sie sollen mich, ich glaube eine 4 war das damals, gerade noch als tauglich einstufen, sodass ich Zivildienst machen kann. Und da haben die sich dann auch breitschlagen lassen und dann konnte ich Zivildienst machen im wunderschönen Städtchen Landshut. Und ich habe aber halt in dieser Zeit, für mich war das halt so eine Strategie, mit jeder Art von Stress umzugehen, war zu essen. Und ich bin immer dicker und immer dicker geworden. Und wie gesagt, irgendwann nach 126 Kilo auf der Waage, irgendwann hörst du einfach auf, ja, und wiegst dich nicht mehr und isst einfach nur noch blind weiter. Es war natürlich eine Zeit, in der es mir immer beschissener gegangen ist, weil wenn du mit dem Gewicht rumläufst, da, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr selber schon mal dick wart oder dick seid oder wenn ihr vielleicht die seid, die Dicke sehen, ja, wenn dann irgendwo ein Fest ist, dann werden die Dicken natürlich angeschaut, so nach dem Motto, geht jetzt der zum zweiten oder zum dritten Mal ans Buffet? Der ist doch eh schon so ein Dick, was holt sich der denn immer noch was? Ne? Und diese Blicke kriegst du natürlich. Wenn du mit einem Flieger fliegst und sitzt in einem Mittelsitz, weil es keinen anderen mehr gab, ja, und da kommst du hin, hey, da kriegst du mal die Blicke von denen, die links und rechts von dir sitzen und den ganzen Flug über, die sich denken, hey, ich habe hier auch für den Sitz gezahlt und du lappst zu jeder Seite um die Hälfte oder um ein Drittel über. Also es ist einfach keine schöne Sache, wenn du irgendwo hingehst und dir schöne Klamotten mal kaufen willst. Es gibt keine schönen Klamotten für einen, der über 130 Kilo hat. Und wenn es sie gegeben hätte,
hätte ich sie mir nicht leisten können, weil ich habe im Anschluss dann mir mein Studium komplett selbst finanziert. Ich habe immer hart gearbeitet in dieser Zeit und habe mir auch echt viel Stress gemacht. Und ja, dementsprechend bin ich immer dicker und dicker und immer unglücklicher und unglücklicher geworden. Ja, das war mal so der Bereich Körper. Und brauche ich dir nichts erzählen, wenn du mit 130 Kilo durch die Gegend läufst, dann hast du es bei der Frauenwelt natürlich auch nicht wirklich leicht. Ja, du kannst natürlich mit großer Klappe das eine oder andere wettmachen, aber natürlich hast du da ganz oft die Situation, dass du eine kennenlernst, von der du denkst, Mensch, die wäre toll, und die schaut dich so ein bisschen an und sagt, ach, du, ich mag dich als Freund, okay? Also der Schmerz war wirklich groß, und der Schmerz führt oder hat natürlich bei mir dazu geführt, immer mehr zu essen. Und du kommst dann in so einen Teufelskreis rein. Ne? Der Schmerz wird groß, du bekämpfst den Schmerz mit Essen. Durch Essen wirst du noch dicker, durch dicker wird der Schmerz noch größer, und den noch größeren Schmerz bekämpfst du wieder mit Essen. Ja, der andere Bereich war der berufliche Bereich. Ich bin damals zum Studieren gegangen und wollte eigentlich Lehrer werden. Naja, weißt, meine Eltern waren beide Lehrer, und da liegt es natürlich auf der Hand, dass du sagst, ja, okay, werde ich halt auch Lehrer. Aber habe mir schon gedacht, irgendwie meine Passion, das, wo ich eigentlich hin wollte, war immer, ich wollte Radiomoderator werden, ich wollte zum Radio, ich wollte meine Stimme da draußen zum Klingen bringen, aber ich war ein dicker, dialektsprechender Bub aus Niederbayern. Ich habe nicht so gesprochen, wie ich jetzt spreche. Ich habe so geredet die ganze Zeit. Und weißt du, wenn du dann aus Niederbayern kommst und redest da so und willst zum Radio, ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht gewusst habe, wo ich vielleicht irgendwo hingehen kann, um ins Radio zu kommen, jeder, den ich gefragt habe, hat gesagt, naja, du sprichst ja Dialekt. Ne? Also du wirst beim Radio mit Sicherheit keinen Job bekommen. Schlag dir das mal aus dem Kopf. Ja? Dann liegst du nächtelang wach und denkst irgendwie, ah, mache ich hier das Richtige? Will ich überhaupt Lehrer werden? Ich will doch eigentlich zum Radio. Wie kommst du denn da hin? Ja. Und dann gab es plötzlich diesen Moment, wo ich von Kollegen, von Kommilitonen an der Uni gehört habe, hey, es soll ein Studentenradiosender gegründet werden, und da gibt es jetzt eine Einführungsveranstaltung, und da kann jeder einfach hingehen und sagen, ich will mitmachen, und dann kannst du mitmachen. Da habe ich mir gedacht, wow, geil, da gehe ich hin. Und dann komme ich da hin, und dann ist da ein Saal voll mit 100 Menschen. Ich glaube, es waren sogar mehr. Und ich habe natürlich versucht, einen Platz außen zu kriegen, weil mit der Körperfülle setzt du dich nicht irgendwo in die Mitte, wo dann wieder links und rechts Menschen von dir sitzen, die sagen, na, du brauchst aber schon ein bisschen viel Platz. Und dann saß ich da außen, ja, ich, der Niederbayer, mit dem Dialekt. Und dann wurden Listen ausgeteilt, wo du dich für Kurse einschreiben konntest. Die waren auf 7, 8 Plätze begrenzt. Ein Kurs für Musikredaktion, ein Kurs für Redaktion, ein Kurs für Moderation, ein Kurs für Produktion. Und wie es der Teufel so will, oder der Herrgott, oder das Universum, ich saß außen, und die verteilen die Listen, und die drücken mir die Liste in die Hand für Moderation, was ich machen wollte, wo ich mir natürlich sofort draufgeschrieben habe, ja, und gehe in diesen Moderationskurs rein, voller Tatendrang. Ja, und der Lehrer war ein Moderator von einem Radiosender, von einem echten. Und der hat dann natürlich alle mal probeweise ins Mikro sprechen lassen. Und naja, bei mir kam halt das raus, was ihr vorhin gerade gehört habt, ne? Und ich habe den dann irgendwann mal nach ein paar Stunden zur Seite genommen und habe gesagt, du, darf ich dich mal um deine ehrliche Meinung fragen? Was glaubst du denn? Wie sind denn meine Chancen beim Radio? Hat er mich so angeschaut und hat gesagt, naja, also mit dem niederbayerischen Dialekt oder Akzent, den du hast, da steckt schon viel Arbeit drin. Und also um ehrlich zu sein, also hinter dem Mikro auf alle Fälle, so redaktionell oder so, kannst du schon beim Radio arbeiten. Aber als Radiomoderator, da sehe ich dich nicht so. Ja, und dann lag ich wieder im Bett voller Selbstzweifel und habe mich hin und her gewälzt und habe gedacht, ah, jetzt bist du da und könntest deinen Traum erreichen. Aber der ist Profi, der wird schon wissen, wovon er redet. Wenn der sagt, dass das nichts wird, naja, vielleicht ist es wirklich nichts für dich. Aber ich wusste damals schon, hey, nee,
das ist dein Ziel und das Ziel möchtest du erreichen. Und das Ziel hatte ich weiter fest im Auge. Deswegen habe ich mich reingehängt und habe gemacht und getan und habe alles auch dafür getan, um meinen Akzent oder meinen Dialekt weniger zu machen oder vielleicht sogar loszuwerden. Und dann war ich eine Zeit lang bei dem Studentenradiosender. Ich habe damals wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Weißt, ich musste mir mein Studium selber finanzieren. Ich wollte so viel wie möglich bei dem Sender arbeiten, weil was du wissen musst, von diesen 100 oder 120 Menschen in diesem Saal sind nur 15, vielleicht 20 am Schluss übrig geblieben, weil alle anderen haben gemerkt, das ist ja echt viel Arbeit und da habe ich gar nicht so viel Bock, weil du kriegst ja auch kein Geld dafür, das neben dem Studium noch zu machen. Aber für mich war das halt die Chance, zum Radio zu kommen. Deswegen habe ich mich da teilweise 16, 18 Stunden am Tag reingehängt. Ich habe teilweise, wie andere auch, unter Mischpult geschlafen, ja, weil ich wollte Gas geben. Meine Tage bestanden aus 8 Stunden Arbeit, um Geld zu verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann nochmal 8 oder 10 oder sogar 12 Stunden im Sender zu arbeiten. Ich habe in der Zeit teilweise wochenlang nur 3 Stunden pro Nacht geschlafen. Also die Augenringe, die du jetzt noch siehst, die sind tatsächlich aus der Zeit. Ich konnte mitverfolgen, wie jeden Tag die Augenringe größer werden. Naja, und dann konnte ich halt mit beobachten, wie Menschen, die das Glück hatten, Hochdeutsch aufgezogen zu werden, schon die ersten zum professionellen Radio gekommen sind, die ein Praktikum dort machen durften, und ich hing da immer noch drin. Und irgendwann hat sich dann die Möglichkeit für mich ergeben, auch ein Praktikum zu machen bei Radio Energy, einem kleinen Radiosender. Und von da aus konnte ich, weil ich Comedy gemacht habe, weil ich Comedy-Autor war und weil das was war, was gefragt war, hatte ich die Möglichkeit, als Comedy-Autor bei der neu erschaffenen Morgensendung, bei der neu erschaffenen Morningshow damals mitzumachen. Jochen Bendel war der Moderator. Und den hat es anscheinend nicht so gestört, dass ich so diesen bayerischen Akzent hatte. Und ich durfte bei ihm der Sidekick werden, was so ein bisschen was ist wie Co-Moderator, ja, wenn man es hochgestochen ausdrückt. Aber das waren dann so meine ersten Schritte beim professionellen Radio. Und das war für mich das allergrößte Glück, weil ich konnte plötzlich mit Radio Geld verdienen. Das war genau mein Ziel. Ich wollte mit Radio Geld verdienen. Ich wollte vom Radio machen leben. Und ich habe in der Zeit, bin jeden Morgen um 3:30 aufgestanden, um Radio zu machen. Und bin danach natürlich mit solchen Augenringen irgendwann nachmittags noch an die Uni gelaufen, um noch so ein bisschen nebenher zu studieren. Aber mein allerwichtigstes Ding war Radio zu machen, und ich war im allergrößten Lebensglück, diese Möglichkeit zu haben, bis zu dem einen Moment, wo ich reingerufen wurde zum Geschäftsführer und der mir mitgeteilt hat, dass es die Sendung, das war ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem wir angefangen haben, dass es diese Sendung nicht mehr geben wird und dass auch ich nicht mehr gebraucht werden würde und dass er uns, also das Team und damit mich, rausschmeißt. Ja, und dann stand ich da wieder. Ich hätte natürlich zu dem Studentenradiosender zurückgehen können und für kein Geld der Welt, also für kein Geld arbeiten. Aber naja, da war ich natürlich erstmal am Boden zerstört. Lag ich wieder im Bett, ne, voller Selbstzweifel, habe mir gedacht, oh, jetzt hattest du dein großes Ziel vor Augen, was beim ersten kleinen Sender, mein Ziel war ja dann irgendwann zu einem größeren Sender zu kommen und wirklich davon leben zu können, und plötzlich stehst du da wieder komplett vor dem Nichts. Ne? Immer noch mit 130 Kilo Lebendgewicht, also kein Erfolg in der Beziehungswelt, kein Erfolg in der beruflichen Welt. Und jetzt hatte ich da schon ein bisschen Geld verdient. Und jetzt kam die Steuer. Und dann hat die Steuer gesagt, beziehungsweise mein Steuerberater, Herr Hager, ist ja schön, dass Sie jetzt Geld verdient haben, jetzt wird es aber Zeit, Steuer zu zahlen. Habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Ich habe ja einen guten Teil von dem, was ich verdient habe, schon für die Steuer zur Seite gelegt. Sagt er, ja, genau, das brauchen wir, und dann brauchen wir genau die gleiche Summe nochmal, weil die will das Finanzamt als Vorauszahlung gleich fürs nächste Jahr. Und ich gesagt habe, ja, ich bin doch jetzt erstmal arbeitslos, ich kann jetzt wieder Studentenjobs machen. Er sagte, das ist dem Finanzamt ziemlich egal.
Also zumindest hat der mir das damals so gesagt und ich muss jetzt die Steuer zahlen. Vielleicht war das sogar noch bevor ich rausgeworfen wurde. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sicher sagen. Auf alle Fälle, boah krass, da musste jetzt wirklich Geld hingelegt werden. Und dann hatte ich in der Zeit Kontakt zu Menschen, die gesagt haben, hey, probier doch mal dein Glück an der Börse. Und habe in der Zeit, als ich Geld verdient habe, eine kleine Summe genommen, habe die an die Börse, habe da so einen Tipp bekommen. Und das hat sich echt vermehrt. Es hat echt funktioniert. Und nach einem Monat hat sich dieses Geld verzehnfacht gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, das verkaufe ich. Und habe von dem gleich wieder so risikoreiche Aktien gekauft. Und dann war der große Crash 2000 und dann ging alles runter. Und dann hat mich mein Steuerberater darüber informiert, dass für den Gewinn, der von diesem ersten Kauf angefallen ist, von dem ich ja wieder Aktien gekauft habe, die ich nie verkauft habe, weil ich mir immer gedacht habe, boah, vielleicht kommen die wieder, dass dafür die Steuer auch nochmal Geld haben will. Und da wusste ich, okay, ich habe nichts. Ich habe keinen Cent, mit dem ich diese Steuerschuld noch bezahlen könnte. Ich wohne in einer Dreier-Studenten-WG in München. Ich habe niemanden, der mich finanziell unterstützt. Ich muss für mich selber sorgen. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll, sagt der Steuerberater. Na, dann müssen Sie auf die Bank gehen und Kredit aufnehmen. Und dann saß ich da bei der Bank und habe zu dem Bankberater gesagt, hören Sie, ich bin daran gewöhnt zu arbeiten, bitte leihen Sie mir dieses Geld. Und dann hat er gesagt, aber was haben Sie denn für Sicherheiten? Sage ich, keine. Sagt er, haben Sie denn ein Auto? Sag ich, ja, ein Auto habe ich. Sagt er, ja, super, was haben Sie denn für ein Auto? Sag ich, ein Golf. Sagt er, ja, okay, wie alt ist denn der? Sag ich, 12 Jahre. Sagt er, das ist ja keine Sicherheit. Sag ich, ich kann Ihnen nur versprechen, dass ich so viel und so gut arbeiten werde wie möglich, um diese Schulden zurückzuzahlen. Und dann hat er mir damals tatsächlich diese 35.000 Euro geliehen, die sofort weitergingen ans Finanzamt. Dann kam noch dazu, dass ich zu der Zeit eine Frau kennengelernt habe, wo ich mir gedacht habe, hey, die wäre echt super, nur die hat mir sehr unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich echt ein super Typ bin. Also jetzt so rein menschlich, aber ich mag dich als Freund. Und da hat es dann Klick gemacht. Da ich war irgendwas schwerst über 130 Kilo und ich wusste, ich möchte und ich werde jetzt dieses Gewicht verlieren. Ich möchte mir endlich mal schöne Klamotten kaufen, wie andere Menschen auch. Ich möchte endlich mal normal eine Frau kennenlernen, wie andere Menschen auch. Ich möchte meiner Arbeit nachkommen können, um aus meinen Schulden rauszukommen. Ich möchte im Radio auch weiterkommen. Ich möchte nicht von Menschen auf der Straße schräg angeschaut werden, weil ich rumgelaufen bin wie eine Tonne. Ich möchte was ändern in meinem Leben. Und dann habe ich mir das als Ziel gesetzt. Und ich habe 1,5 Jahre lang Schritt für Schritt, ich habe Sport gemacht, ich habe mich mit Ernährung beschäftigt, ich habe Schritt für Schritt 50 Kilo abgenommen. Ich war danach sogar unter 80 Kilo. Und das war nicht nur etwas, was ich erreicht habe, sondern das war für mich wie ein Sechser im Lotto, weil ich wusste, hey krass, ich habe das mit meiner Willenskraft erreicht. Und ab da war für mich völlig klar, ich kann alles, was ich mit meiner Willenskraft in meinem Leben erreichen möchte, erreichen. Wenn ich mir nur Wissen aneigne und wenn ich mir die Disziplin dazu aneigne, wenn ich mir ein Ziel setze und wenn ich den ganz tiefen, festen, inneren Willen habe, dieses Ziel zu erreichen. Und so bin ich an alles rangegangen. Ich bin an meine Finanzen so rangegangen. Ich habe mir Wissen über Finanzen angeeignet. Ich habe gelernt, was es heißt, die Lebenshaltungskosten niedrig zu halten. Ich habe gelernt, was es heißt, Geld auf die Seite zu sparen, sich vom Mund abzusparen tatsächlich. Ich habe gelernt, was es heißt, zu investieren und habe, nachdem ich abgenommen habe, über viele Jahre hinweg, mich aus den Schulden in ein Plus reingearbeitet, habe dann investiert und habe es irgendwann dann auch erreicht, finanziell frei zu werden. Und ich habe dadurch, dass ich mir dieses Ziel gesetzt habe,
auch im beruflichen Bereich diese Fortschritte hingelegt. Und irgendwann war Antenne Bayern der meistgehörte Sender Deutschlands und ich war mit meiner Comedy-Figur Studiotechniker Nullinger da an der Front und war jeden Tag zu hören, bin 13 Jahre lang jeden Tag um 3.30 Uhr morgens aufgestanden und in die Arbeit gefahren und habe da bis 12, 14, 16 Uhr teilweise gearbeitet und mein Bestes gegeben, um mein Ziel zu erreichen, um da hinzukommen. Weil ich wusste ja, ich kann alles, was ich erreichen will, mit meiner Willenskraft, kann ich auch erreichen. Und ich habe tatsächlich es geschafft, mit dem Studiotechniker Nullinger einen Bekanntheitsgrad in Bayern von 96% zu erreichen. Jeder kennt diese Figur. Und ich habe es auch irgendwann geschafft, nach vielen Mal auch auf die Nase fallen, seit vielen Jahren mit der Frau meiner Träume zusammen zu sein und eine sehr glückliche Beziehung zu führen. Aber weißt du, ich erzähle all das nicht, um irgendwie anzugeben oder zu sagen, was ich für ein großartiger Typ bin, um mir auf die Brust zu klopfen und sagen, Uga Uga, ich bin der geilste von allen. Nein, ich möchte dir damit zeigen, dass auch ich ganz unten war. Ich war ganz am Boden. Ich war am Boden zerstört. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich war voller Selbstzweifel. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil mich die Schulden erdrückt haben, weil mich mein Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes erdrückt hat, weil mich mein mangelnder beruflicher Erfolg erdrückt hat. Aber auch ich habe es geschafft und ich möchte das eben genau deswegen sagen, weil ich möchte dir zeigen, dass auch du alles erreichen kannst, was du in deinem Leben erreichen möchtest, weil ganz viel von dem, was ich erreicht habe, waren Dinge, wo Menschen zu mir gesagt haben, kannst du nicht, schaffst du nicht, mit deinem Dialekt kommst du nicht zum Radio, mit deinen Schulden und keinen besonderen Fähigkeiten oder Talenten schaffst du es nicht in finanzielle Freiheit. So wie du aussiehst, du schaffst es nicht abzunehmen, du schaffst es nicht 50 Kilo abzunehmen, du schaffst es nicht eine glückliche Beziehung zu führen. Doch, ich schaffe es schon, wenn ich einfach nur möchte und diesen tiefen inneren Willen zeige. Dieser tiefe innere Wille, von dem ich überzeugt bin, dass ihn jeder in sich entwickeln kann. Und deswegen ist es meine Vision. Meine Vision ist, ich möchte so vielen Menschen wie möglich zeigen, dass sie unaufhaltsam sind. Und meine Mission ist es, ganz genau mein Wissen in diesen, mein Wissen, das ich mir angeeignet habe, in diesen ganzen Bereichen, wie du da hinkommst und zwar nicht mit dem harten Weg, auf dem harten Weg, sondern auf dem smarten Weg. Dieses Wissen möchte ich Menschen geben wie dir, um ihnen zu zeigen, nicht nur, dass sie alles in ihrem Leben erreichen können, sondern auch, wie sie es erreichen können. Und dass Erfolg kein Zufall ist. Und Erfolg kannst du für dich selber definieren. Erfolg kann für dich sein, viel Geld zu haben. Erfolg kann für dich sein, wenig arbeiten zu müssen. Erfolg kann für dich sein, durch die Welt zu reisen. Erfolg kann in den Farben des Regenbogens für dich selbst definiert werden. Aber ich möchte dir einfach nur zeigen, hey, die Tiefen können so tief sein. Und ich bin heute noch voller Selbstzweifel. Was glaubst du, was das für mich für ein Schritt war? Nach 23 Jahren Radio und einer sehr bekannten, sehr erfolgreichen Comedy-Figur mit dem Studiotechniker Nullinger, da meiner wahren Leidenschaft nachzugehen, da einen Cut zu machen, das alles liegen zu lassen und das zu machen, was ich die letzten Jahre schon so oft gemacht habe. Ich habe die letzten Jahre, weil mich so viele Menschen gefragt haben, Mike, finanziell, wie hast du das gemacht? Mike, mit dem Gewicht, wie hast du das gemacht? Mike, du hast so ein gutes Mindset, wie hast du das gemacht? Ich habe die letzten Jahre so vielen Menschen zeigen dürfen, wie sie tatsächlich alles in ihrem Leben erreichen können, was sie erreichen wollen und habe da Menschen an die Hand nehmen können und ihnen wirklich und sie wirklich begleiten dürfen und habe da wirklich ganz tolle Erfolge begleiten dürfen, die ganz vieles, was diese Menschen erreichen durften. Und diesen Cut zu machen bei dieser erfolgreichen Radiokarriere nach 23 Jahren und jetzt was ganz Neues anzufangen. Hey, ich bin wieder nachts wachgelegen, voller Zweifel, voller Selbstzweifel, voller, schaffst du das? Ist das überhaupt das Richtige? Ist das der Weg, den du wirklich gehen willst, weil es ist ein unsicherer Weg oder magst du nicht lieber in der Sicherheit bleiben, schön in deiner Komfortzone? Und ich kann euch nur sagen,
Immer und immer wieder mache ich die Erfahrung im Leben, dass du ganz weit unten am Boden sein kannst. Aber wenn du ganz weit unten bist und die Nacht so dunkel ist, wie du denkst, dass sie dunkler nicht mehr sein kann, dann bist du kurz davor, dass die Sonne aufgeht und dann bist du kurz davor, was zu erreichen. Dann kommst du raus aus deiner Komfortzone. Und deswegen ist es mir so wichtig, dir meine Geschichte zu erzählen und dir zu erzählen, wie es mir gegangen ist. Weil nochmal, ich habe keine besonderen Fähigkeiten, ich habe keine besonderen Talente, ich hatte damals noch kein besonderes Wissen. Ich bin kein besonderer Mensch, der irgendwas in die Wiege gelegt, großartig viel besser kann. Ich sage das nicht, um anzugeben, ich sage das nicht, um dir zu zeigen, wie mega ich bin, sondern ich möchte dir damit zeigen, dass egal wie schrecklich die Situation ist, in der du dich jetzt befindest, und die Situation, in der ich mich befunden habe, in ganz vielen Bereichen, war für mich wirklich das allertiefste Tief. Das war, wie die Amerikaner sagen, Rock Bottom. Ich war ganz am Boden. Aber ich habe es geschafft, mich da selbst rauszuziehen. Und das ist genau das, was ich dir auch sagen möchte. Du kannst es auch schaffen, aus egal welcher Situation, dich selbst rauszuziehen. Und genau darum geht's. Wir können nur einen einzigen Menschen auf der Welt verändern. Und das sind wir. Wir können niemand anderes verändern. Wir können die Welt nicht verändern. Aber wenn wir uns ändern, ändert sich alles. Und ich kann dir die Garantie geben, ab dem Zeitpunkt, wo du dich änderst, ändert sich alles um dich herum. Und genauso war es bei mir. Ab dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, nein, so geht's nicht mehr weiter. Und was geändert habe in meinem Leben, hat sich alles um mich herum geändert. Und deswegen ist mir das so wichtig, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen und diese Botschaft dir mitzugeben und dir an meinem Beispiel zu zeigen, dass auch wenn du denkst, es geht gar nicht mehr weiter, auch wenn du denkst, der Weg geht nur noch nach unten und es ist nur noch dunkel und es ist nur noch ein tiefes Tal. Nein, du hast zu jeder Zeit in deinem Leben die Möglichkeit zu entscheiden, welcher Mensch du sein möchtest. Und zwar von einer Sekunde auf die andere. Du kannst dein Leben von einer Sekunde auf die andere um 180 Grad drehen. Und dafür bin ich angetreten. Dafür bin ich angetreten, dir zu zeigen, dass in meinem Leben beileibe so viel daneben gegangen ist und so viel nicht rund gelaufen ist und so viel wirklich mit Karacho gegen die Wand gefahren ist. Aber dass ich es geschafft habe und dass es jeder schaffen kann, genau da auch wieder rauszukommen. Denn, wie gesagt, wenn wir uns ändern, ändert sich alles und deswegen freue ich mich und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und dieses Video angesehen hast. Und ich hoffe, dass ich dir damit etwas Mut machen konnte und dass ich dich damit motivieren konnte, tatsächlich alles zu erreichen, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Und ich bin dafür da, dir ganz genau zu zeigen, wie, und zwar nicht auf dem harten Weg, sondern auf dem smarten Weg. Und tatsächlich dir zu zeigen, dass du groß träumen darfst, dass du groß denken darfst, dass du große Ziele haben darfst. Denn nur wenn du diese Ziele hast, hast du überhaupt die Möglichkeit, sie zu erreichen. Und darum geht's mir. Dafür bin ich angetreten. Und das war die Geschichte von mir, die ich dir hier erzählen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören.